Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Ja, und nachdem wir in der letzten Folge den weiteren Weg von unserem Edelgerbersohn in der Schlechte von Ark kennengelernt haben, geht es jetzt weiter in dieser Höhle, die wir einfach mal so am Wegesrand entdeckt haben. Wir sollen ja eigentlich immer noch die geraubten Bilder der Frau irgendein Stolz war. Ja, nicht schon wieder so ein Watür. Oh Gott, oh mein Gott, zwei Stück. Was ist ganz schlecht? Gut, dass kann man auch überleben. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist gut. Nehme ich mal alles mit. Also hier laufe ich im Kreis gerade. Ein Dorf in Aufruhr kommt mir auch noch nicht bekannt vor. Voller Gesundheit. Hallo. Eieiei. Oh. Nochmal Ausdauer. Hätte ich aber auch ohne diesmal geschafft, glaube ich. So. Ha. Upsala. Okay. Go, go, go. Okay. Drauf, 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 drauf. Puh, Alter, ich erledige hier viele Watüren wieder mal. Ich weiß gar nicht, wie steigt das eigentlich an? In welchem mathematischen Zyklus? Ist das exponentiell oder? Also ich rede jetzt gerade von den benötigten XPs bis zum nächsten Level. Frage ich mich halt einfach gerade mal so. Ist vielleicht interessant. Das ist zu hell, da kann ich mich nicht ranschleichen, vor allem nicht mit meiner Geschwindigkeit, ja. Ja. So. Sternlingspfeiler. Was zur Hölle? Okay. Mana-Tränke, Genesungstränke, was machen die denn? Verschlimmert euer Arkanistenfieber. 40 Lebensenergie für 4 Sekunden. Ei. Okay. Münze auf den Leersalze. Also LEE, nicht LEH. Eine Kiste, nichts Besonderes drin. Also nichts Besonderes im Sinne von, ich könnte damit irgendwas anfangen. Ah, ziemlich viele Watüren hier, aber nicht, wo ich jetzt sagen würde, das bringt mich jetzt weiter, ne? Ja, ich glaube, da sind wir einmal im Kreis gelaufen, würde ich jetzt fast behaupten. Naja. Oder wir sind auf der anderen Seite rausgekommen. Ich kann das bei dieser Höhle, ich kann die nicht einschätzen. Das ist mein Problem. Ich kann die nicht einschätzen. Ich glaube, hier sind wir auch rausgekommen.
So, jetzt ist die Frage. Die Richtung ist noch richtig, aber wie komme ich hier hoch? Oh. Hat sich erledigt, die Frage. Hier ist ein Weg. Also immer noch die Bilder aus dem Überfall, ja, zurückholen. Ist das dann Diebstahl? Ja, eigentlich irgendwo schon noch. Hallo. So. Boah, das ist Skill, ne? Sogar noch. Oha, ein Schlammelementar. Das ist ja schlammig. So, oi. Also ist halt gut, weil die halt viel bringen, obwohl die relativ wenig wiegen. Kleines Depot. Ich habe auch ein Depot. Na, von Sparbank. Ne, wo habe ich. Ne, gar nicht. Bei von Sparbank wollte ich. Habe ich aber nicht gemacht. Stimmt. Ich habe mein Depot bei ja, eBase Bank. Das ist eine Bank. Von der Combank. Oh. Oh, Schlampe, sagst du? Kopf ab, sag ich. Durch benutze ich nicht. Groschen. Ich mag die Musik gerade wieder. Schild, das Schwert nehme ich mit. Leere Weinflaschen. Ah, die Musik hat so irgendwie sowas, so. Ich kann es nicht beschreiben, wie die Stimmung von dem Lied ist. Oh, ein Goldbeutel. Ah, die hat irgendwas. Irgendwas Positives. Okay, hier ist doch niemand. Eine Schatulle. Ja, da war ich zu übereifrig, würde ich behaupten. So, und was ist hier in der Truhe? Frostsalze, Goldbarren, Schocktränke. Allerlei gutes Zeug. Also ich komme wieder mit viel, viel, viel Geld hier raus, würde ich mal behaupten. Also es lohnt sich immer zu entdecken. Ist das ein Myranenturm? Das ist ein Myranenturm. Ja, holla. Kann ich hier irgendwo hoch? Nee, oder? Nein. Dann denke ich, wird man da unten das irgendwie machen, dass man da hoch kann. Irgendwann müssen wir doch auch mal gleich so eine Marker Ort kommen. Die Kehlsteinmanufaktur. Ein trockener Brunnenschacht? Was? Das wollte ich gar nicht. Jetzt bin ich hier drüben. Super. Ach, scheiße. Muss ich sorgsamer aufpassen, nicht, dass ich mich wieder erkranke. Oh, eine Truhe. Aber ist zu schwer für mich, naja. Axt kann ich mitnehmen. Pfeile, Lieferung. Du Scheißkerl, Soruna. Du weißt genau, dass ich mit dem Bogen nicht umgehen kann. Hältst du es für so lustig, den Schlüssel da oben drin zu verstecken? Steinmetz Frohschlag wird mich umbringen, wenn ich den nicht wieder mitbringe. Den Schlüssel da oben verstecken? Warte mal.
Ich nehme vielleicht nicht meine besten Pfeile. Ja, passt. Ha. Ja, nett. Du kann man schon mal nicht nein sagen. Achso, ich sollte mein Schwert wieder in die Hand nehmen. 60 Schaden, Alter. Wobei das stärker geworden ist, bedeutet das heißt, mein Zweihandskill beeinflusst das. Okay. Aber ich muss sagen, das mit dem Eimer war gerade ein lustiges Gimmick. Kann man einfach mal so sagen. Muss man auch mal. Es sieht interessant hier aus, auf jeden Fall. Die Kehlsteinverarbeitungsanlage. Ist eine Fabrik, wird nicht allzu schwer sein, sag ich. Glaub ich noch nicht dran. Ich denke, es wird trotzdem ähnlich schwer. So. Assassinenschuhe, Baupläne. Da kann ich nicht hoch an den Leitern. Schade eigentlich. Hier ist sehr windig drin. Monatsbericht. Nachdem wir Türen aus dem Düstertal die Holzverarbeitung gestimmt haben, beauftragten wir die Magier, das Gelände zu sichern. Sie beschworen ein Schlammungeheuer, das die Bestien auf Distanz hält. Wichtig ist, dass wir alle Männer und Frauen, die nicht für die Verteidigung zuständig sind, Material schürfen. Wir müssen fertig sein, bevor die Stahlkrabben nächsten Monat mit einem neuen Schürfertrupp zurückkehren. Okay. Einzelteile. Das heißt wohl, die haben Lieferprobleme, würde ich mal behaupten. Oh, in der Mine. In der Mine werde ich viele Erze abbauen können. Sage ich jetzt einfach mal. So. Eieiei. Geschlossen. Das dachte ich auch. Ach, komm schon. Ich hasse es, dass er sich so bewegen muss, ne? Habe ich schon mal gesagt, dass er... Wow. Okay, aua, aua, aua. Oh, falsche Richtung. Oh, ganz schlecht. Ranzig. Kann ich meine Waffe irgendwie aufladen? Also, T, ich habe ja einen Stein. Ah. Eieiei. Ja, das war ein bisschen unklug von mir. So. So. Ja, ich weiß. Ich muss mich irgendwie wieder heilen. Eieieiei. Huh! Was ist denn jetzt geschehen? Ich war doch sogar so stark.
Naja. So. Eieiei. Ich muss einen Trank trinken. So. Ich brauche wieder einen Trank. Eieiei. Ich glaube, es war andersrum intelligenter gewesen, oder? So, und dann so ein Ding. Eieiei. Eieiei. Aber der war schon nicht schlecht. Ich pack noch ein Gift drauf. So. Nein! Habe ich es überlebt? Okay. Schnell denken, schnell denken, schnell denken. Also. Was ist es, das ich brauche? Ein Genesungstrank, ein Morgenlufttrank. Feuerschutz bringt mir nichts, bringt mir nichts, bringt mir nichts. Geschicklichkeit, Schlösser knacken bringt mir nichts. Magietrank, Mana, Schock, Schaden, das bringt mir alles gar nichts. Ja. So, das bringt's alles nicht. So, das könnte ich irgendwie nutzen, vielleicht. Diese Inside-Outside-Situation. Verbrauchsgegenstände. Cool. Bin ich außerhalb des Kampfes? Ja, irgendwie nur so halb, ne? Okay. Ich muss schnell, dann muss ich ja schnell auch wieder rein. Okay, habe ich noch irgendwas? Brauche ich nicht. Käserad. Apfelkuchen, okay, das bringt's alles nicht. Gut. Speichern und rein. So, meine Ausdauer ist voll. Ich hoffe, die sind's nicht. Ich muss die linke Maustaste drücken. Direkt schnell, 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 schnell. Ich habe die Augen zu, weil ich so überlegen muss. Das ist ein guter Kampf. Gefällt mir. Perfekt. Ausgeglichen. Okay. Aber aber da sind doch jetzt einige tot. Das heißt, wir haben einige weniger. Ich will die Fackeln ausmachen, wie in Thief. Ich frage mich, wie lange.
die Äpfel kann ich direkt gebrauchen. So, jetzt bin ich mittendrin. Okay. Das war wohl nix. Ja, in den Kamin rein. Pulverfass. Aha. Bücher. Die habe ich anscheinend schon gelesen. Wobei, kann ich trotzdem mitnehmen. Ein Dietrich, noch ein Groschen, Papierrollen unwichtig. Oh, ein Käserad. Ein Brot. Ein Harzbrot. Ach ja, das war dein Tod, der da war. So, Dietrich, Runenschlachtaxt. Aha. Upsala. Oh. Ach, ist das schön. Oh, ich bin überladen. Gut, dann schmeiße ich die doch raus. Bei den Waffen an Gewicht. Ja, das kann raus. Der hier kann raus. Das muss raus. Ja, da habe ich erstmal einen kleinen Puffer wieder. So. Wo ist Gegenstand? Da. Ein Genesungstrank, Pulverfass, eine Truhe mit nix, also schon was, aber nichts Gutem, nichts Nützlichem. So, Arbeit ist vorbei, mein Freund. So. Maler, ich kämpfe doch nicht. Anführer Baldur, Mensch. So, 20% Chance, das heißt, bei 5 Schlägen ist eine Enthauptung dabei. Gut, das hätten wir. Runenkürass. Okay. Ist aber eigentlich nicht so gut. Das ist gut. Die auch. Kann ich jetzt abbauen? Danke. So. Malachite, ich trage natürlich zu viel. Eisenerz wegwerfen. Wieder hier. Ja, ich komme, ich werf die beiden weg, dann habe ich ein bisschen Puffer. Ein bisschen großen Puffer sogar. Noch ein Pulverfass.
Was ist das hier? Ein Rubin! Hey. Ein guter Bogen. Der ist immer dabei, denn das ist prima. Das sieht aus wie ein Van Gogh. Spreche ich gerade mit einem Bild? Andrasta hat euch in dieses Bild gebannt? Gut, beruhigt euch. Erzählt mir noch einmal alles von vorne. Und wer hat euch auf Andrasta angesetzt? Warte, der meint, sie tötet Adelige, indem sie sie porträtiert? Könnten diese Gemälde dann auch der Grund für ihr Aussehen sein? Sie sieht bei weitem nicht aus wie eine alte Frau. Woher weiß ich, dass ihr mich nicht anlügt? Verstehe. Dann hat er euch dieser Adelige angeheuert. Was passiert? Nein. Könnte diese Gründe auch für ihr Aussehen sein? Verstehe, dann hat euch dieser Adelige also angehört. Was ist passiert?